Guten Morgen, hello meine Lieben, hier ist eure Yonanda. Es ist wieder Zeit für unsere Tagesenergie und ich begrüße alle, die den Tag wieder gemeinsam mit mir, mit uns begehen und vielleicht aus dieser kurzen Botschaft wichtige Erkenntnisse, Hinweise, Zeichen ziehen können. Und wir starten heute mal direkt mit den Engeln und Ahnen, die sich wirklich total gut dafür eignen, ne, wie ich feststelle. Ich bin richtig im Flow mit den Engeln und Ahnen und machen dann weiter mit den Raben und dann noch mit dem Gilded Reverie Lenormand. All meine verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox. Da ist also ganz unten natürlich eine Quellenangabe auch mit Verlinkungen. Und da könnt ihr einfach mal stöbern, mit welchen Kartendecks ich hier so öffentlich lege. So, heute haben wir schon die erste Botschaft, der heutige Tag. Wir haben den Herbst. Lass das Alte los und ruhe aus. Und heute ist ein Tag, wo man einfach loslassen darf. Loslassen ist ein Geschenk, ne? Also es fällt ja den Menschen oft schwer loszulassen. Eine Situation, eine Energie, jemanden. Aber loslassen bringt immer Erleichterung, weil das, was du loslässt, das hat dich vielleicht inzwischen schwer gemacht oder es hat dir auf irgendeine Art und Weise nicht mehr gedient oder es ist wie ein welkes Blatt geworden, was ganz einfach leblos geworden ist. Und deswegen darfst du es loslassen, damit du leichter bist. Da gibt es immer so ein schönes Beispiel, wenn man an etwas festhält, das ist wie so ein grober Strick in deinen Händen. Und du hältst den und irgendwann tropft dir schon das Blut so aus der geschlossenen Hand raus. Und in dem Moment, wo du die Hand aufmachst und lässt diesen schmerzhaften Strick los, geht es dir einfach besser. Und die Menschen haben aber oft Angst, wenn sie etwas loslassen, etwas zu verlieren. Aber etwas loslassen bedeutet nicht, es loszulassen, und es ist dann vielleicht für immer weg, sondern es sein zu lassen und den Dingen oder jemandem dem Raum zu schenken, den er braucht, um sich zu entwickeln oder um eben neu zu werden, um ein neues grünes Blättlein zu werden. Na, das Alte hier hat ausgedient und wenn man dann loslässt und frei lässt und etwas sein lässt oder jemanden sein lässt, wie er ist, kann er auch zu dem werden, oder kann etwas zu dem werden, was es sein möchte. Also heute ist ein guter Tag, den Herbst zu machen und das mitten im heißesten Sommer und etwas loszulassen. So, und dann schauen wir mal, was die Raben dazu sagen. Ach, das ist ja eine tiefgreifende Botschaft. Das finde ich sehr, 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 sehr bezeichnend gerade. Loslassen. Mach's dir leicht und lass das Alte los und ruhe aus. Ja. Das ist ja auch noch sowas, dieses Ausruhen. Du hast jetzt lang genug gehalten. Du hast lang genug dich damit befasst und hast da viel Energie reingesteckt. Es war anstrengend für dich. Heute ist ein guter Tag, um es loszulassen. So, welche Tarotkarte liegt denn auf dem heutigen Tag? So, da haben wir die Königin der Stäbe. Lasse los und erinnere dich an deine Kraft. Ja. Die Königin der Stäbe ist die dynamische Frau, das ist eine weibliche Energie und die ist voller Lebensfreude, die ist mega attraktiv, die ist halt einfach ein heißes Gerät. Ne. Und wir haben hier zwei Löwen dargestellt und einen Raben, der hier auch zwei Kräfte verbindet, im Endeffekt verdoppelt er die Kraft, weil es ist hier nicht nur die Kraft von einem Löwen, sondern von zwei Löwen. Und das ist die männliche Energie der Stabkönigin. Der Löwe ist ja hier als männliches Tier abgebildet. Die Stabkönigin ist weiblich und die hat hier Dynamik. Die hat im Endeffekt die Power von zwei Männern. Gell? Und das als einzelne Frau. Das finde ich sehr bezeichnend. Außerdem ist sie sehr, sehr positiv, hegt positive Gedanken, blickt ins Licht und ja, ist auch mit der Kraft der Sonne verbunden. Und als Königin kennt sie natürlich ihren Wert. Ne? Und die Königin der Stäbe, die kann gar nicht lange an etwas festhalten. Weil die ganz einfach, die ist auf das, was kommt, orientiert. Die ist dynamisch, die will was tun. Das ist eine Schafferin. Die hat keine Zeit, sich zu grämen oder an Dingen festzuhalten, die ihr nicht mehr dienen.
die befasst sich nicht mit Weltenblättern, ne? Sagen wir es mal so. Die Königin der Stäbe, die kennt ihren Wert, die weiß auch, dass sie attraktiv ist. Ne? Und vielleicht sind ja hier auch diese zwei männlichen Kräfte, die bereit sind, sie zu tragen und sich sogar von einer Stabkönigin alsweilen ein bisschen auf den Köpfen rumtanzen lassen, weil sie nämlich sehr selbstbewusst ist. Ne? Also heute ist ein guter Tag, um alles loszulassen, was dich irgendwie ausbremst und auch in dein Selbstbewusstsein zu gehen. Ja? Wer bist du denn? Was bist du wert? Das ist voll gut. Hätte ich gerne noch eine Tarotkarte? So, dann haben wir die drei der Kelche. Es gibt hier nämlich etwas zu ernten. In deiner Situation gibt es etwas, wofür du dankbar sein kannst, darfst, sollst. Das ist total gut. Die drei der Kelche, das ist auch so eine Erotikkarte. Das ist auch die Chance auf Liebe. Das ist auch eine Karte, wo es um Treffen gehen könnte. Und bei mir kommt hier deutlich rein, du kommst vielleicht aus einer Situation heraus, die ist jetzt vollendet, ne, ganz einfach. Da darfst du jetzt raustreten, darfst du loslassen, darfst dein eigenes Licht leuchten lassen. Jetzt geht's vorwärts. Ne? Jetzt geht's vorwärts. Dieser Tag bringt dir Begegnung, Fülle, ein Geschenk. Ja, die drei der Kelche ist auch eine Geschenkekarte, weil hier werden ja Lorbeeren reingeholt. Also heute ist ein guter Tag, Lorbeeren zu ernten. Das Lorbeerkränzlein schwebt da schon. Und wir haben heute auch mit der 3 die gute Chance, ins Gefühl zu gehen. In jedem Kelch ist hier Wasser drin. Finde ich total spannend. Ne? Ist auch eine Karte der Ernte und der Dankbarkeit. So, dann gucken wir mal weiter. Ich stelle gerade fest, meine Runen sind nicht da. Dann wollen sie heute nicht dabei sein. Ein Skandal. Naja, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Karten. So, wie geht es denn dann hier noch weiter? Oh, heute gibt es einen Durchbruch. Heute knallt es noch. Also ich sehe das aber als sehr positiv. Es kann sein, dass du heute etwas freilegst oder auch aus dir etwas rauslässt. Der Turm, der wird ja hier vom Blitz getroffen. Also es kann heute auch jetzt, das kann mit der Situation zu tun haben, die ich gerade beschreibe. Es kann aber auch noch eine weitere Situation an diesem Tag sein, dass dich vielleicht durch irgendeine Information der Schlag trifft. Ne? So, dass du denkst, Jesus, Mutter Anna, mich trifft der Schlag. Das darf ja jetzt nicht wahr sein. Also hier kann auch was von außen kommen, was dich vermeintlich erstmal zu Fall bringt. Es kann aber auch einfach sein, dass in der Situation, wo es bei dir ums Loslassen geht, ein Durchbruch kommt und es wird etwas Altes befreit. Also es kann sein, dass du durch den Turm einen Riesenschritt weiterkommst. Ja, weil mit der Kelch 3 kommt ja hier eine Chance rein, eine Ernte. Die Ernte kann vielleicht nur dann geschehen, wenn hier eine alte Verkrustung radikal aufgebrochen wird. Also dass da hier was befreit wird. Oder durch die Ernte kannst du dich vielleicht aus einem Aspekt deiner selbst befreien. Du hast jetzt was geerntet, das Ganze konnte passieren, weil du jetzt wirklich losgelassen hast, hast dich an deine Attraktivität erinnert, an deinen Stellenwert, an dein Standing. Also dieser weibliche Rabenvogel hat ja hier definitiv ein Standing. Und konntest so eben in die Ernte gehen oder in eine Begegnung reingehen, vielleicht auch in ein Treffen. Und weil du eben diese positive Haltung hast, kommst du hier einen Riesenschritt weiter, hast dich vielleicht aus dir selbst befreit so puff, und hast wieder aufgemacht. Ne? Untere Karte, die 10 der Münzen. Ne? Also heute ist wirklich ein Tag, heute kannst du in die Vollen gehen. Die 10 der Münzen, das ist die absolute Erfüllung. Etwas kommt vom Himmlischen ins Irdische. Die 10 ist Hop oder Top. Ne? Und es liegt jetzt hier an dir, ob es ein Hop wird oder ein Top wird. Nee, Top oder Flop. Hop oder Top? Nee, Hop ist ja dann weg damit und Top ist ja hier der Jackpot. Ne? Weil die Münzen stehen ja für das Greifbare. Es ist hier also etwas Realistisches. Etwas Realistisches kann hier in die Vollen gehen, ins Irdische gehen. Es kann etwas sein, was sich schon die ganze Zeit auf geistiger Ebene bewegt hat. Es ist vielleicht durch den Turm freigesetzt. Hier wurde vielleicht auch diese Fülle lange zurückgehalten. Also heute ist ein sehr, sehr guter Tag, in die Fülle zu gehen, in die greifbare Fülle. Das kann für den einen oder anderen auch mit Materie zu tun haben. Wir haben aber hier auch Seerosen.
Und wir haben hier wieder die drei, die Chance auf Entfaltung. Etwas erhebt sich aus dem Schlamm. Hier ist die Wasserenergie aufgegriffen. Also auch Gefühle können heute hochkommen und in die Fülle gehen. Ne? Die Münzen kommen vom Himmlischen ins Irdische und die Seerosen kommen aus der Tiefe an die Oberfläche. Also es kann heute auch in die Fülle an Gefühl gehen. Wenn du dich heute an deinen eigenen Wert erinnerst, weil du bist hier ja ein Mordsfrauenzimmer. Du kannst natürlich auch ein Mann sein. Ne? Die Königin der Stäbe, ich will es dazu sagen, wir sind in einer allgemeinen Legung, die kann auch natürlich für dich als männlichen Zuschauer stehen. Für dich als männlichen Zuschauer kann es aber auch sein, dass eine solche Frau heute für dich wichtig ist. Das ist nämlich nicht nur eine Frau oder ein Fräulein, sondern das ist ein Frauenzimmer. Ne? Verflixtes Frauenzimmer. Also die Frauen sind heute die Frauenzimmer, jawohl, die wissen nämlich, was sie wollen, die haben Standing und Männer können sich auch in dieser weiblichen Energie befinden, weil wir tragen ja alle Anteile gegenseitig, also von uns in uns, ne? Männlich wie weiblich, weiblich wie männlich, da haben wir das Symbol des Tao, auch Yin-Yang genannt, das Weibliche im Männlichen, das Männliche im Weiblichen, es ist ja alles im Endeffekt eins, ne? So. Yes, nee. Also das ist eine richtig gute Energie. Heute kann, es hat so was Wandelndes, so was Befreiendes. Was sagen denn die Lemmy-Karten, worum geht es denn hier? Noch in schneller Schnelligkeit. Die 10 der Münzen habe ich jetzt anstatt der Rune. Ne? Habe ich die jetzt. So, oh. Eine noch. Ach, unser Freund der Klee ist auch wieder mit dabei. Ich mische die nochmal durch. So soll es sein. Es geht vorwärts, es geht also in die Aktion. Du kommst auf jeden Fall vorwärts heute. Dann kommen die Mäuse und die Schlange. Komplikationen lösen sich auf. Eine Situation geht wieder ins Glück, weil es ganz einfach an der Zeit ist. Passt auf. Also ich zeige euch das jetzt im Verlauf. Es geht vorwärts. Hier werden Ängste in Angriff genommen. Der Reiter macht das alles platt. Der Reiter reitet direkt Richtung Maus. Ne? Das heißt, heute geht es vorwärts und das Erste, worauf man so heute trifft, ist eine Energie, Schlange und Mäuse, die sich auflöst. Vielleicht wird auch durch das Loslassen, was ja an dir liegt, ob du es machst oder nicht, und wenn du dich an deine eigene Schönheit, Kraft und an dein Frauenzimmerdasein erinnerst, an deinen eigenen Wert im Endeffekt, löst sich hier heute für dich eine Komplikation. Es kann auch für die, die auf eine Person schauen, die ihnen ein Dorn im Auge ist, bedeuten, dass die keinen Stellenwert hat, dass die einfach nicht wichtig ist. Mit der Maus ist die Schlange Geschichte. Ne? Also mit der Maus, das ist doch hier die Mungo-Maus. Das sagen wir jetzt einfach mal so, weil Mungos fressen Schlangen. Das habe ich gelernt in Wadenberg, nämlich von der Corinna. So, hallo Corinna, falls du mich jetzt hörst, ich habe von dir fürs Leben gelernt. Die Maus frisst hier die Schlange. Die Mungo-Maus ist aktiv. Die Mungo-Maus. So, und Komplikationen lösen sich hier für dich auf. Es kann auch sein, dass eine Person, der du viel zu viel Bedeutung gibst, die ist nicht wert, die ist überhaupt nicht wichtig, ja. Und dann haben wir den Klee, das heißt, du kommst hier wieder in eine leichtere Energie und das auch recht flott. Der Klee ist spontan und die Zeit, die hilft dir auch. Die Zeit, und heute ist es an der Zeit, weil die Zeit spiegelt in den Reiter. Die Zeit der Aktion ist jetzt ganz einfach da. Heute löst sich für dich etwas, was dich hier lange gequält hat. Es ist vielleicht auch die Schlange, das Alte, was du heute loslassen darfst. So, ich mache Schluss, ihr Lieben. War mir wieder mal eine Ehre. Ich freue mich über liebe Kommentare und wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und ich schneie alsbald wieder rein. Dicken Kuss. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.